Heute mein Thema Tamme Hanken. Das ist Tamme. Und so läuft bei ihm eine typische Pferdebehandlung. Zuerst will er gucken, wie das Pferd läuft, und dann renkt er den ein. In diesem Fall war der Nacken nicht in Ordnung. Bei diesem war das der Bein. Doch, das wird gut. Der weiß, was er macht. Haben Sie keine Angst. Er ist Profi. Es kann allerdings sein, dass einige überrascht werden von der Diagnose, wie zum Beispiel bei dieser Dame. Okay, jetzt schauen wir zum Beispiel mal an, wie das Pferd läuft. Der läuft gut, aber die Frau, die läuft schlecht. Der Meinung bin ich nicht ganz, weil das Pferd läuft auch ein bisschen bescheiden. Ja, wie die Frau. Ja, wen wollen wir denn jetzt erst eindrängen? Frau läuft auch nicht korrekt. Die Frau hat an der linken Seite auch in den Lendenwirbeln ein Problem. Sie lässt die rechte Schulter hängen. Und wenn die rechte Schulter wieder in Ordnung ist, hebt sich gleichzeitig auch die rechte Brust. So haben wir dann, ja, das ist Lifting auf aus Friesen. Ja. Und knack. Das klingt ein bisschen brutal, aber Tamme Hanken liebt die Pferde und er passt sehr auf. Selbst bei Medikamenten wird dem Zufall nichts überlassen. Bevor ich meinen Pferden irgendwo eine Spritze gebe mit homöopathischen Dingen, probiere ich das doch an meiner Frau aus. Ja, klar. Bei so einem besonderen Mensch will ich natürlich mehr wissen. Ich habe deshalb seinen Vater ausgefragt. Hat er Kinder? Leider nicht. Nee. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Zu spät geübt oder ich weiß nicht. Auf Tammeshof gibt es auch einen Zahnarzt und ich durfte helfen. Was ist das? Das ist ein Maulgatter. Und zwar ist es dafür, wenn ich meine Hand in das Maul und arbeite mit den Raspeln, dass ich geschützt bin, dass das Pferd mich nicht beißt. Sind Sie Sadomaso? Nein, ich bin nicht Sadomaso. Weil sonst könnten Sie das auch privat nutzen. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe ein Geschenk für dich, ein großes. Komm mal mit. Achso, ich dachte, sie ist das Geschenk. Für das Wohlbefinden der Pferde gibt es nicht nur einen Zahnarzt, sondern auch Tammes neue Erfindung, eine Pferdesauna. Vater hat mir gesagt, schon mit 3 haben Sie die Beine von den Pferden gezogen. War immer mein Leben. Ja? Ich musste immer experimentieren. Früher habe ich dann die Mädels kennengelernt, dann habe ich die immer erst lang gezogen. Und dann hatte ich Zeit für was anderes. Aber dann war es auch locker. Ja? Ja. Tamme Hanken ist so. Das bin ich beim Reiten jetzt. Tamme Hanken ist so erfolgreich, er hat den Ruf von einem Wunderheiler. Ja, das gibt schon Pferde, die schlachtreif waren und kommen hierher und werden behandelt. Und ein paar Wochen später rufen sie an, also ihr Pferd geht wieder am Turnier. Ne? Ja. Und gab es auch Menschen, die schlachtreif waren, die er geheilt hat? Ja, viele. Da es mit den Pferden so gut klappt, haben auch einige Menschen Tamme gesagt, Tamme, kannst du mich einrenken? Kein Problem, sagte Tamme, aber die Tiere haben Vorrang. Vorsicht! An diesem Tag waren es eine Kuh, 34 Hunde, 71 Pferde, 9 Katzen und 11 Kaninchen. So lange mussten die menschlichen Patienten warten. Sind Sie Mensch oder Pferd? Mensch. Mensch, dann haben Sie keinen Vorhang. Nee. Nach einer kurzen Pause werden endlich die Menschen behandelt.
Das Gute, jeder muss nur zahlen, so viel wie er will. Hatten Sie schon arme Leute? Ach, viele. Ja. Wir gehen viele, die haben einfach nichts und die brauchen auch nichts geben. Kriegen noch eine Tasse Kaffee zu und dann geht's weiter. Ja. Ich hoffe ja immer, wenn wir irgendwann mal einen Klappspaten machen, dass da oben uns ein Gutschein parat liegt, dass wir irgendwie gegen so zwei 18-jährige Engelein sitzen dürfen, oder? Bin ich dabei. Da seine Behandlungsmethoden mit den Pferden funktionieren, 92. Macht er genau das Gleiche bei den Menschen. Ja, da kann er zurückzupfen. Und? Zack. Holy moly, sagt die Anne. Zwei, drei Tage ist alles weg. Weil der Andrang so groß ist, muss jeder Patient eine Nummer ziehen. Das erste haben wir Nummern mit der Hand geschrieben und ausgelegt. Und die wurden unterwegs, und sie rauskamen, so wie hier wieder verkauft. Da haben sie sich die gegenseitig verscheuert. Ich sagte, das muss jetzt ein Ende haben. Und jetzt haben wir wie bei der Schlachterei eine Nummer und fertig. Ja, ist auch eine Schlachterei. Ja.